Und hallo und willkommen zurück zu Queen's Quest 3, The End of Dawn im Englischen oder Kampf der Königin 3, das Ende der Dämmerung im Deutschen. Ich muss das Schloss hier noch knacken und ja, wir schauen mal, dass wir das hinkriegen. Die Frage ist jetzt, muss ich da die ganze Zeit den Großen nehmen hier? Sieht so aus, ne? Okay. Oh, das war zu weit. So, dann darüber. Darüber. Das ist ein sehr komischer Schlüssel. Okay, und jetzt das passende Gegenstück wieder. Das heißt, wir gehen erstmal hier rüber. Muss ich das auch damit machen? Scheint so. Okay. Zack. Das darüber. Das darüber und das darüber. Okay. Schon besser. Ich gehe da mal. Ich bin in der Stadt. Jetzt muss ich noch einen Weg finden, um unbemerkt zu der Barriere zu kommen. Da ist noch ein Hut. Okay, was haben wir hier? Ich kann den Formwandlungstrank benutzen, um mich in die, was? In diese Wache zu verwandeln. Ist natürlich gut, dass die, dass sie die Sachen da liegen lassen haben. Jetzt brauche ich, was habe ich denn noch hier? Handschuhe. Was ist da noch alles drin? Eine Startuhr? Eine von zwei Statuen. Okay, die gehört dann dahin. Was haben wir hier? Hier haben wir noch was. Können wir damit... Taschenmesser. Kann ich damit zufällig was abschneiden? Geht das? Ja. Okay, dann hauen wir das Zeug da mal rein. Ugh. Haare, Mann, im Trank. Das ist jetzt nicht so pralle. Ich muss, dass wir davon noch einen übrig haben. Okay, jetzt bin ich eine Wache. Aber der fällt doch total auf hier, weil der liegt hier. Da müssen wir noch was machen. Ich kann es nicht herausziehen, die Bretter liegen zu eng aneinander. Ich muss sie wohl zuerst entfernen, okay. Oh, jetzt müssen wir wieder Sachen finden, alles klar. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Eine Glocke, ein Schmetterling und ein Schloss. Und ich sehe natürlich nicht großartig viel. Das war ein Emblem, das brauche ich. Morgenstern, oder was ist das hier? Okay. Das Schloss muss hier auch irgendwo liegen. Eine Rose. Ein Köcher ist gar nicht zu sehen hier. Da ist noch ein Säbel, den brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier noch? Oh, eine Flaschenpost. Wie spannend, wie bekomme ich den Brief da raus? Was ist das hier? Wo gehört das hin? Wo gehört das hin? Da ist noch ein Schloss. Schmetterling, Schloss. Köcher. Was haben wir noch? Da ist noch eine Sanduhr, die brauchen wir aber nicht. Eine Feder brauchen wir noch. Da ist der Mond. Das weiß ich jetzt nicht. Eine Glocke. Ist direkt hier. Kerzenständer. Sehe ich jetzt da. Eine Feder brauche ich noch. Und das hier ist eine Karte, oder was ist das, ne? Sieht zumindest so aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Eine Karte. Und das Pferd ist hier. Eine also die Flaschenpost. Wir müssen das da rauskriegen. Können wir das zufällig mit dem Hammer? Ne. Hier ist noch was. Ich weiß gar nicht, wo das hin soll hier. Wo gehört das hin? Die Brosche. Gehört die da drauf? Nein. Wo fehlt denn hier eine Brosche? Da auch nicht. Eine Feder brauche ich noch. Und diese Brosche muss doch irgendwo dran. Die Frage ist, wo? Da
Da sind noch Tränke und sowas. Was ist das hier? Oh, da gehört die Brosche dran. Okay. Da ist die Feder. Und hier müssen wir noch was kaputt machen. Ich weiß noch nicht genau. Mit dem Hammer. Na, komm her. Aber da schneide ich mich nicht dran, ne? Okay, 3 aus 3. Wir haben unser Amulett wieder. Das ist schon mal gut. Da ist noch ein Symbol. Und jetzt gucken wir hier mal, was wir hier noch haben. Eliana, help me. Please get me out of this cage. Kann man das hier rausschneiden? Okay. Oh, wir brauchen hier noch einen Code. Ich weiß noch nicht genau, wie der Code lautet. Das gilt es noch herauszufinden. Da kommen wir noch nicht dran. Wir haben jetzt nur die Startuhr. Da ist noch ein Geist. Be careful of our newest prisoner. She is a trained alchemist. She might try to escape. Er hat einen grünen Kristall um. Figuren muss ich jetzt finden hier, okay. Da ist eine Figur, da. Komm her, die zählt nicht, okay, die zählt. Das zählt nicht, das zählt noch als Figur. Das ist drin, da ist etwas im Innern. Ich bekomme es da nicht heraus, ohne den Stoff zu zerschneiden. Noch eine Figur? Ist das eine Figur? Das zählt nicht, okay. Das müssen also richtig Figuren sein, okay. Die haben wir gefunden. War jetzt hier noch irgendwas? Da. Die Tür ist leicht verbogen. Ich weiß nicht, ob ich sie ohne Gewalt aufbrechen kann. Hammer. Und Meißel? Weiß ich jetzt nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Aufbrechen. Hier. Kriegen wir so hin. Okay. Wir haben noch eine Statue gefunden. Okay. Ohne Hilfe bekomme ich den Baum nicht raus. Das heißt, da müssen wir mal schauen. Was haben wir hier noch? Ich brauche eine Stange, um es zu balancieren. Okay, da müssen wir wahrscheinlich den Speer nehmen. Da müssen wir schauen. Jetzt sagen wir, gehen uns erstmal die Statuen angucken. Anleitung. Gleiche die Figuren mit dem goldenen Abbild unter den Sockeln ab. Klicke nacheinander 2 Figuren an, um sie zu vertauschen. Okay. Wir haben... Was haben wir denn hier? Sterne? Mond? Das hier, das ist Weintrauben und Dingens. Das ist Geld und Gold. Was ist das hier? Das sind Blumen. Das ist ein Schwert und Schild. Du hast den Besen, Flügel und dahin. Okay. Noch ein Ring. Und wofür brauchen wir den? Jetzt haben wir hier noch einen Ring. Frage ist, wo brauchen wir den? Ich habe keine Ahnung. Da kommen wir noch nicht ran. Da ist noch was. 5 rote Blätter, 4 blaue und 3 grüne. Das muss eine Art Code sein. 5 rote, 4 blaue, 3 grüne. 5 rot, 4 blau, 3 grün. Okay. 5 rot, 4 blaue, 3 grüne. Thanks. I managed to get this. Take it. It is too heavy for me. Wow. Okay, wir haben noch einen Ring gekriegt. Da ist noch was drinne. Okay, das müssen wir da einsetzen. Okay, da fehlen die Ringe hier.
Und jetzt müssen wir... Oh. Warte mal. Was? Moment, das ist ein Vogel, ne? So rum. Und jetzt haben wir einen Zauberstab. Ein dreieckiger Schlüssel. Okay, den können wir hier benutzen. Warum auch immer. So, was haben wir jetzt hier? Eine Ölflasche haben wir gefunden. Okay. Mit der gehen wir da hinten hin? Keine Ahnung. Doch, hier. Hilfe. Etwas ölen und dann kriegen wir eine Sperre raus. Okay, wir brauchen den Sperr nicht, wir brauchen nur den Stab. Und jetzt müssen wir da lang balancieren. Anleitung. Stelle einen direkten Weg über den Ast zusammen, indem du die Stücke hoch oder runter ziehst. Runter ziehst. Wenn du ein Stück bewegst, bewegen sich andere mit. Wie jetzt? Ach du meine Güte, nein, jetzt geht das los. Okay. Okay, das ging. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Da ist noch was zu mitnehmen. Hier gehören Karten hin, sie scheinen zu fehlen. Ohne sie kann ich die Schatulle nicht öffnen. Sieht ziemlich chillig aus, muss ich zugeben hier. Nein, komme ich nicht ran. Etwas Langes würde mir weiterhelfen. Das ist eine Schnecke. Etwas Langes würde... Würde weiterhelfen, okay. Was haben wir hier? Ich muss die Äste finden? Ach du meine Güte. Okay, das, Puh. Das könnte im Moment dauern. Was bewegt sich? Alter Schwede, oder muss ich einfach die ganzen Äste drücken hier? Nee, ich glaube nicht. Der fällt auf. Der nicht. Der. Was haben wir denn noch? Der. Jetzt brauche ich noch welche mit zwei und einzelnen Blättern. Hier sind noch welche. Der hat zu viele Blätter. Der hat ein einzelnes Blatt hier, okay. Zwei Blätter direkt am Stiel und da. Dann so ein Dreier-Ding. Der hier? Ne, der hat dann noch einen, das zählt nicht, okay. Ich brauche so ein Dreiecksding mit einem Blatt drauf. Das ist ein... Ne, das ist kein Dreiecksding. Zwei gehen weg und dann... Da auch nicht. Wo haben wir denn noch welche? Das sind nur noch die hier, ne? Der da oben zählt nicht. Der hier. Und jetzt brauche ich den anderen noch. Da sind zwei Blätter, die in die gleiche Richtung wachsen. Zwei Blätter, die in die gleiche Richtung wachsen. Die wachsen getrennt, verschieden hier. Die wachsen auch verschieden. Die auch. Wo ist der denn? Den letzten finde ich jetzt gerade nicht. Da. Nee, das ist auch nicht richtig. Die müssen beide auf eine Seite wachsen hier. Die wachsen auch nicht in eine Richtung. Das kann ich nicht genau erkennen. Das zählt aber auch nicht, ne? Nee. Da ist nur ein Blatt dran. Die wachsen auch voneinander weg. Die wachsen beide in die Richtung, aber das zählt nicht. Welches ist denn der richtige? Ich brauche einen, der zwei Äste nach links hat oder nach rechts. Ist hier aber nicht, ne? Der hat mehrere Blätter, das zählt auch nicht. Das zählt nicht, der auch nicht. Der hat nur ein Blatt, der hat auch nur ein Blatt.
Die wachsen unterschiedlich hier. Da ist nichts dran. Die wachsen auch auseinander. Das ist eigentlich nicht vorhanden hier, das Ding. Zumindest sehe ich es nicht hier. Da ist noch eins. Ich bin doch doof. Okay. Okay, wir haben wieder was gefunden. Eine Pferdefigur. Hier haben wir nichts, ne? Terrasse, was haben wir hier noch? Der Drache. Eine interessante Darstellung des Kampfes gegen den Drachen, aber eine Armbrust fehlt. Okay. Die müssen wir noch finden. Und was wir sonst noch zu finden, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.